Ich frage mich, ob die Videosequenz überhaupt angezeigt wird. Wahrscheinlich muss ich die später wieder reincutten, ne? So. Amüsieren. Hier, das hier mache ich mal. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Rumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Dreist. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Aha. Wohin ist sie verschwunden? Erzähl mir von Lucia. Ich mache einfach mal von oben nach unten, ne? Erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Oh. Sie war ein echtes Miststück. Oh, ist das so? Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Eldridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Mhm. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Mhm. Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Darfst du? Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Hab ich schon. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Na toll. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Das stimmt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Meine Herren, die haucht mir aber ganz schön ins Ohr. Danke, aber ich muss weiter. Warum nicht? Ja, natürlich, ne? Nehmen wir alles mit. Ich muss sicher nicht mal verpixeln. Perfekt. Okay, sehr gut. Ich soll einfach weggehen so. Jo, das war's, ciao. Alles klar. Oh, die Musik hat aufgehört. Nö. Ah, jetzt geht die Musik wieder los. Perfekt. Und wir haben neue Hinweise gefunden. Damit gehe ich mal direkt zu unserem Fuzzi hier. Wie heißt er nochmal? Der sich hier um die Rationen der Paladine kümmert. Weil der hatte, glaube ich, der war der Verantwortliche für diese Mission mit den Waffenlieferungen, ne? Martin. Hey. Ich speichere mal. Oh, es wird auch Nacht gerade. Hey, du. Wegen ja. des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Ich denke, das reicht. Ah, endlich. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Top. Patras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Das hoffe ich. Was hast du anzubieten? Können wir nochmal ein letztes Mal fragen, wa? Oh, ach ja. Oh. Riesenmachete, Alter, die will ich so gerne haben. Mögliche Stärke 100. Vor allem auch Zweihand-Talent-Bonus nochmal. Voll nice. Und das hier sind Paladin-Zauber. Böses Vertreiben. Aha. Heiliges Licht, heiliger Pfeil. Magieschaden, 100, ey, krass. Können wir die einfach wirken oder müssen wir dafür Paladin sein? Weil die sehen so hell aus, ne? So weiß. Und die hier sind ja eher so dunkel, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt so viel Gold ausgegeben, ich glaube, das reicht erstmal. Vor allem haben wir uns jetzt mit ordentlich Heiltränken eingedeckt, ne? Und ich würde sagen, wir gehen mal zu Vatras, sagen dem Bescheid. Vorher gehe ich mal pennen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Hier bei Halvor gehe ich mal ratzen. Keine Ahnung, sag du es mir. Dreist. Das habe ich noch gar nicht. So. Oh, hier können wir ja noch Sachen klauen. Und hier können wir nicht. Da kommt gerade jemand. Was suchst du hier?
Ja, ich gehe ja gleich. So. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich gehe ja schon. Du bist ja nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich will immer das Gleiche sagen. Gut, auf zu Vatras, würde ich sagen. Und... Ach, erzähl mir nicht sowas. Eventuell werden wir dann endlich offiziell im Ring des Wassers aufgenommen, oder? Das wäre natürlich höchst erfreulich. Haben wir uns ja auch verdient nach dieser ganzen Mühe. So, hier runter. Und nach rechts. Ach stimmt, wir können auch gleich noch zu Bossbar gehen und die Felle abgeben, die wir haben. Dann klingelt wieder ein bisschen unser Geldbeutel. Moin, Vatras. Aber ihn nur. Bla bla. Da, Waffenhändler. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Na heiß. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Ich dachte, das war die Abmachung. Dreist. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ah. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Hä, er hat sich den angeschlossen? Das wissen wir doch gar nicht. Okay. Na gut. Ende. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Gefängnis und reden mal mit Constantino. Constantino. Wie hieß er noch gleich? Fernando, meine ich. Und... vielleicht hat er uns noch was zu sagen, ich glaube aber nicht, ne? Zuris, hast du vielleicht ein paar interessante Tränke für uns? Alter, was hat der für eine schicke Armbrust? Zeig mir deine Ware. So, wieder irgendwelche besonderen Tränke. Hier, das hier erhöht das maximale Mana um 5. Aber brauchen wir nicht, ne? Trank der Geschwindigkeit auch nicht. Boah, der hat so geile, viele Tränke. Und hier solche Feuerbälle und so sind eigentlich richtig nice. Aber leider zu teuer momentan. So, dann gehen wir mal zum Gefängnis und danach nochmal zu Bossbar und geben die Felle ab, wa? Da kriegen wir, glaube ich, richtig, richtig viel Schotter. Allein, dass wir... wie viele Schattenläuferfälle haben wir? 2, 3? Ist natürlich richtig nice. So, Kopfgeld für den Verbrecher. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Aber gibt's keinen. Gut. Wegen der Diebesgilde wissen wir auch noch nichts. Ja. Ich bin gut. Ja, dachte ich mir. Alles klar, ich wollte nochmal checken, ob es hier vielleicht ein paar mehr Gesprächsoptionen gibt. Und sind die beiden gemeinsam im Knast. Moin. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Lass mich in Ruhe. Dreist. Das ist eine ziemlich dreiste Frage, wenn er im Knast sitzt. Aber gut, wir gehen mal zu Bossbar. Und geben dort die Felle ab, die wir haben. Ich frage mich, ob wir auch die Lurkerhaut abgeben können. Aber bestimmt, ne? Weil letzten Endes kann man ja auch aus Reptilienhaut was gerben. Oder? Also kann man ja die... man kann auch Reptilienhaut gerben. Glaube ich. Oder kann man? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Ich glaube aber ja. So. Dann gehen wir hier hoch. Und geben Bossmann den ganzen Stuff. Und dann würde ich mal kurz ins Kloster der Feuermagier gehen und gucken, ob wir doch tatsächlich einen permanenten Trank herstellen können. Ich glaube aber nicht. Schon wieder so lange rumgetrieben? Ja, Bossmann, Alter. Bla, bla, bla. Dich mag ich wirklich am wenigsten von allen. Na, okay, es gibt noch schlimmere. Hier. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Das stimmt. Ah. Sogar das Fell eines Schattenläufers ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Nice. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Mach ich. Und die Reptilienhaut haben wir nicht abgegeben, ne? Ja, tatsächlich. Haut eines Reptils. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Quest-Item ist. Ich behalte das erstmal. Nicht, dass wir es nachher brauchen für irgendwas. Dann hängen wir da. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, Kloster der Feuermagier. Ich glaube aber nicht, dass das geht, ne? Ich will es nur trotzdem jetzt mal ausprobieren.
Nicht, dass wir uns später ärgern. So. Und öffnen. Möglich ist alles. Und wir gehen einfach mal direkt nach hier unten. Weil wenn wir es nicht können, dann können wir getrost wieder die Kronstöckel einfach allesamt verkaufen. Und ich würde tatsächlich die Drachenwurzel dann einfach essen. Ne? Für eine Stärke jeweils. Hey, hier. Nee, geht nicht. Dachte ich mir. Gut. Dann nicht. Dann werde ich Drachenwurzel ab jetzt einfach essen. Denke ich mal. Weil bis wir das gelernt haben, dass also so einen Stärketrank zu brauen, haben wir viel zu viel Punkte ausgegeben. Und wir haben das ja bisher immer verkauft, ne? Ich müsste also die kompletten Kronstöcke wieder zurückkaufen. Wo auch immer das... Halte ein, Söldner! Ich habe mit dir zu reden. Hä? Was willst du? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Aha. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Okay. Aber ich muss dich warnen. Wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Okay. Okay. Sag, was du willst. Oh, gut. Dann höre genau zu, denn ich sage es nur ein einziges Mal. Okay. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Okay. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Das habe ich nicht gesagt. Und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Verstanden. Easy. Ich brauche ein paar Dinge. So. Was hat der denn hier so Feines? Ja, das ist alles so Magie-Stuff, ne? Novizenrobe, Magierrobe, Schutz vor Magie. Der hat hier einen Haufen Zauber. Gut. Hier Runensteine. Da kann man dann später, als Magier macht man sich halt eigene Runen, ne? Das sind sozusagen, man lernt nicht zaubern einfach, sondern man lernt Runen schnitzen. Und kann dann halt sich eine Feuerballrune machen oder was auch immer. Und dafür braucht man dann auch diese Sachen. Pech und Schwefel und Frostzauber brauchen Bergkristall, ne? Sowas halt. Aber gut, wie auch immer. Ich wollte Kronstöcke verkaufen. Snapperkraut behalten wir mal. Weidenbeere, Kronstöcke zweimal. Weg damit. Und ansonsten haben wir hier keine Kräuter, die wir sonst noch brauchen, ne? Die Goblinbeeren esse ich auch einfach. Ganz ehrlich. Ich werde jetzt einfach sämtliche Goblinbeeren und sämtliche Drachenwurzeln immer direkt essen. Ne? Mach ich mal. Zack. Das erhöht unsere Geschicklichkeit um 1. So. Und das hier erhöht unsere Stärke um 1. So. Und zack. Perfekt. M wollte ich nicht. Ich wollte B. Geschick 18. Wir können, glaube ich, einen besseren Bogen nehmen. Oder? Also wenn wir das nächste Mal einen finden, können wir mal nachgucken. Und Pedro. Ich habe keine Ahnung, wo ich Pedro finde, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen theoretisch dem hier folgen. Dann kommen wir bis zur Taverne. Ich teleportiere mich mal zur Taverne. Ach ja. Blauflieder. So. Und let's go. So, und weil wir direkt hier bei der Taverne sind und hier umsonst pennen können, gehe ich mal direkt nach oben. Ja, nicht, dass das alles ist. Und leg mich kurz schlafen, damit unser Mana wieder voll ist. Da müssen wir keine Sachen verschwenden dafür, ne? Da verschwende ich lieber ein bisschen Zeit. So, aufgemacht und schlafen gelegt. So. Ich werde mich da nicht anmischen. Zack. Guten Morgen. Und wir gehen sofort weiter und machen uns auf den Weg. Ich habe eine Vermutung, wo Pedro ist. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir diesen weiten Weg hier gehen, den wir schon mal gegangen sind. Und bis zu diesem Sonnenkreis oben, ne, dieser Steinkreis. Hat Dragomir noch irgendwas? Fragen wir mal. Nö. Kann uns Armbrustschießen beibringen. Stimmt. Das interessiert uns herzlich wenig.
Und da sind Suchende. Mit denen können wir es leider nicht erlegen. Aber vielleicht sind ja auch Monster respawned. Ich gehe einfach den kompletten Weg nochmal lang, ne? Hier so. Und wenn dort Suchende sind, dann gehen wir denen aus dem Weg. Und ich glaube, das geht jetzt auch deutlich schneller, dahin zu kommen, weil wir jetzt nicht mehr diese ganzen Viecher killen müssen. Ich erinnere mich daran, den schwarzen Goblin sind wir, glaube ich, ausgewichen. Oder der ist respawned. So oder so werden wir uns jetzt um den kümmern. Oh, Feldräuber ist da auch. Ich speichere mal. So. Komm mal schön her, mein Freund. So. Und die Feldräuber nehmen wir uns auch gleich mit. Huch. So. Ih, Alter. So. Hervorragend. Boah, ihr Alter, stellt euch mal vor, solche Viecher gibt es wirklich. So richtig riesige Insekten, Alter. Krieg ich richtig Gänsehaut. So, da sind Blutfliegen. Die nehmen wir uns selbstverständlich auch noch mit. Wo wir doch gerade dabei sind. So. Oh. Top. Ich frage mich immer noch, wie wir da rüberkommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, ich glaube nämlich, wir sind... Oh, ups. Ich glaube nämlich, wir sind da nicht lang gegangen, oder? Auf der anderen Seite. Ah, da sind noch Scavenger. So wie zu dem Thema, es wird einfacher, hier lang zu gehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir früher... da hatten wir deutlich mehr... Also hat ein Kampf deutlich länger gedauert. Zum Beispiel diese drei Scavenger, da hätten wir uns erstmal heilen müssen, hätten wir erstmal dies machen müssen und rauslocken und so weiter. Und so geht das natürlich deutlich schneller. So. Items müssen wir, glaube ich, nicht mehr aufsammeln. Die haben wir alle. Sondern nur noch die Viecher, die hier rumlaufen. Sind dann auch die Schattenläufer in den Höhlen wieder da? Oh! Ein Landstreicher. Der greift uns bestimmt an, oder? Jetzt bist du dran. Nee, doch nicht. Greift uns nicht an. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Aha. Ist das so? Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster dahin. Aha. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Okay. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Dankeschön. Das bedeutet also, der ist wirklich hier gewesen. Wollen wir nochmal kurz da hinten in die Schattenläuferhöhle gehen und gucken, ob die respawned sind? Das wäre ja höchst erfreulich, ich glaube aber nicht, ne? Weil, wenn wir die nicht gekillt hätten, würde da ja... Achso. Dann würden da ja jetzt zwei sein. Oh, da ist ein Lurker. Hä, wo will der denn hin? Wollen wir da mal kurz lang schwimmen? Ah, da ist er doch, komm mal her. Ja, so. Und ciao. Geht's denn da lang? Nirgends. Drück mal kurz auf M. Tatsächlich, nirgends. Ist ja ein toller Fluss. Ein nicht fließender Fluss. Also ein Nichtfluss? Wie nennt man das denn dann? Aber hier, ne? Nichts mehr da. Schade. Hätte tatsächlich ganz gerne noch die Hörner geerntet, ne? Weil wieso, wir kriegen 300 Erfahrung pro Horn. Hätte ich mal gewartet. Verdammt. 300 Erfahrung und richtig viel Gold kriegen wir dafür. Weiß nicht, wie viel war das? 450 oder 350, glaube ich. Ja, ne? Das war schon nicht ohne. Not bad, not bad. Aber gut,